herzlich willkommen zurück bei Fittorial und einem Video, wo ich jetzt schon ein bisschen Angst vor habe. Und zwar den schönen Variationsübungen zum Plank. Wir zeigen erstmal wieder den Plank an sich. Ich bin in dieser Übung einfach schlecht, deswegen mag ich die nicht. Also. Ein Grund mehr, sie zu machen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ne? Ellbogen unter Schulter. Ja. Optimale Gelenkausrichtung. Wenn du sie auf den Knien machst, die Übung, dann Knie hüftweit. Aufpassen, Po, Hüfte maximal auf Schulterhöhe. Du willst eine lange Linie in der Körperrückseite. Wenn du auf die Zehen kommst, dann tust du das. Spannst den Bauch an, indem du den Bauchnabel fest Richtung Wirbelsäule saugst. Schiebst dich aktiv mit den Ellbogen vom Boden weg und presst in deine Fersen, um wirklich Spannung in deinen kompletten Körper zu bekommen. Und ganz wichtig, auch nicht den hier. Genau, gerne werden Pyramiden gebaut oder Hängebrücke, ist auch sehr beliebt. Ah. Das Schwierige ist wirklich, gerade zu bleiben. Eine Plank. Eine Plank halt. So, wenn wir das voll gut können, was ich niemals glaube, aber... Oder du willst trotzdem mal was anderes. Beziehungsweise, der Körper hat sich schon ein bisschen dran gewöhnt, wir sind immer noch nicht richtig gut dabei, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen was variieren. Was können wir tun? Was können wir tun? Ein bisschen Bewegung mit reinnehmen, startest ganz normal in der Plank und dann gibt es die Möglichkeit, die Füße nach außen und nach innen laufen zu lassen. Kannst auch einfach raus tappen im Wechsel. Ne? Ja. Ja, ist gut. Gut. Okay. Walking Plank. Working. Walking. Working ist auch gut. Working. Okay, Walking Plank. It's gonna be work. Okay. Startest im Hover. Mhm. Also quasi Guck Plank auf den Unterarm. Ja, schau du mal zu. Und wanderst dann hoch. Ui, auf die ui. Hände. Und wieder runter. Und lass mich raten, mit so wenig Hüftdrehung wie möglich. Genau. Die Arme sind das Einzige, was sich hier bewegt. Hüfte nicht kippen. Perfekt. Ja, Herausforderung. Haben wir noch eine Option? ja, haben wir. Plank, Tap, Knie ran Richtung Ellbogen, Tap zurück und in den Hover. Gleich auf der anderen Seite. Und da ist auch hier nochmal so, wenn du das Knie nach vorne ziehst, müsstest du nochmal so eine Zusatzkontraktion in deinen Bauchmuskeln spüren. Ich merke, die Zusatzkontraktion klingt viel schöner, als es sich anfühlt. Merke ich, ja. Ja, also damit hast du schon einiges an Variationen in der Plank. Und ich kann euch nur sagen... bloße Halten mal zu langweilig ist. Also Plank ist wirklich eine Killerübung, das muss man sagen. Also wenn man die richtig macht, ich habe wirklich das Gefühl, ich spanne von C bis Faust eigentlich alles an. Und dann machst du auch alles richtig, wenn du genau das tust. Und ist eine Übung puh. Aber ich finde, die ist auch so belohnend irgendwie. Wenn man mal so einen richtig guten Trainingstag hat und man die Zeit vielleicht auch mal gestoppt hat, wenn man sie nur hält. Und dann kann das schon echt nett sein, wenn man dann sich selbst so ein bisschen besiegt hat. Vor allem merke ich bei Plank, die Evolution ist schnell. Also man fängt an und fühlt sich vielleicht beim ersten Mal nach 30 Sekunden nicht gut. Dann geht das aber relativ schnell, dass man vielleicht eine Minute 30 die schon kann. Und das ist ja auch immer ein schönes Gefühl, wenn man merkt, man wird einfach ein bisschen stärker, man fühlt sich besser. Und genau das pusht einen auch. Wenn man sagt, beim letzten Mal habe ich 1,30 geschafft, ich muss Minimum wieder 1,30 schaffen. Alles andere geht irgendwie gar nicht. Immer gut. Durch und kleine dann so dieses, komm, 10 Sekunden mehr. Ja. Ja, also Plank, Granatenübung. Jetzt habt ihr auch ein paar Variationen, womit ihr euer schönes Workout gestalten könnt.